Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast und auch heute Abend wieder mein guter alter Tomate bei mir. Hallo Tom. Jo, hallo Arti, freut mich wieder hier zu sein. Und wir haben heute was Schönes für euch ausgegraben, so ein, ich sag mal, halbes Let's Play schlussendlich. So eine Art Ja, Brettspiel, also wenn man möchte. genau. Wir spielen was. Also Let's Play ist es schon, aber es ist ein Brettspiel, was wir jetzt spielen. Und Okay, du hast da dann ja sage was ich direkt mal, was vorbereitet, es ne? ist. Ja, Genau. genau. Das ist so ein bisschen auf meinem Mist gewachsen. Ich muss dazu sagen, ich hatte das letztens in einem anderen Stream gesehen. Oder da haben die sich so grob unterhalten, aber über das Spiel, aber ich glaube, so richtig gespielt hat es noch keiner. Und zwar, so, ich lasse die Katze aus dem Sack. Wir spielen das Spiel Destination Europe. Also Ziel Europa, könnte man das quasi ins Deutsche übersetzen. Und in dem Spiel geht es darum, dass man zusammen als Spieler Einwanderungsregeln durchspielen muss, also politisch besprechen soll. Also jeder spielt eine bestimmte Rolle. Du bist jetzt vielleicht ein rechter Politiker, ich ein linker Politiker und so weiter. Dazu kommen wir gleich. Und dann kommt eine Situation auf, zum Beispiel, es kommt ein Flüchtlingsboot im Mittelmeer und wir sollen dann darauf reagieren als Spieler. Und dann erfahren wir so eine Geschichte, genau. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier lang rumseiern, lass uns doch mal die Seite anschauen Genau, von dem also zu Spiel. der gibt es halt auch eine Homepage Genau, sozusagen. die seht ihr jetzt. Ja, und die schauen wir uns einfach mal jetzt zusammen an. So, ich gehe nochmal auf die auf Geh die nochmal auf auf die auf Home. die ja auf Genau, die Hauptseite. Destination Europe. Genau, da haben wir Und es. ich habe mich bepisst vor Lachen, weil ich finde, der Typ in der Mitte auf beiden Bildern, der auch identisch ist, sieht halt irgendwie aus wie Zelensky. Aber Ach ja. so, okay. Echt? Ach, das finde ich zum Beispiel gar nicht. Okay. 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 So, und hier sehen wir ja schon in der Mitte, worum es geht. Also die Seite ist jetzt leider Englisch, aber das Spiel ist dann auf Deutsch. Die können doch alle Englisch hier. Ja, wir sind auch europäisch und multikulturell und ja, unsere Zuschauer auch. Negotiate Migration Policy and see the impacts of your decisions. Also genau, darum geht's. Wir verhandeln jetzt über Migrationspolitik und sehen, was daraus wird. So, und wenn du jetzt mal über die Bilder fährst, das ist ja das erste Interessante, du brauchst noch nicht klicken, aber fahr mal bitte links über das Bild. Ja, Du siehst jetzt nämlich, ich es gibt von hovere dem, über die Bilder, ja. genau, du hast, das finde ich sehr schön. Es gibt eine Central and the Eastern EU Edition und dann rechts Ihr könnt das schon erraten, ja. gibt's eine Northern, Western and Southern EU Edition. Also dieses Spiel ist für zwei verschiedene Ländergruppen rausgebracht. Einmal so für uns westliche Länder und einmal für die zentralen und östlichen Ländern. Und Also ich, wir neudeutsch würde man sagen, es hat schon Expansion Packs, ne? Aber Ja, also ich habe das jetzt auch gerade erst vom Stream rausbekommen. Ich finde es sehr interessant. Also wir werden uns jetzt im Verlaufe des Streams, wir streamen nicht, wir nehmen auf, im Laufe der Aufnahme werden wir uns die westeuropäische Version anschauen, einfach weil die halt auf Deutsch übersetzt ist. Aber mich würde halt sehr interessieren, ob es da jetzt auch inhaltliche Unterschiede gibt. Ja, muss es ja, es muss ja muss inhaltliche es Unterschiede würden. geben Du siehst zu es der schon Z am Hintergrund, ne? Genau, und ich meine, auch die Bilder sind ja zum Beispiel anders. Also, und ich frage mich, ob das dann auch so ein bisschen die Meinung, die das Spiel transportiert, betrifft bei den anderen Versionen. Wisst ihr, dass da vielleicht die Ereignisse, naja, wie soll ich sagen, migrationskritischer sind oder Meinst so. du guter Aber Migrant, böser Migrant so? ja, irgendwie sowas. Schlussendlich, Aber ja. dazu kommen wir alles. Du kannst ja mal runterscrollen, dann haben wir nämlich auch schöne Videos, glaube ich. Hier ist nochmal About. Ja, das brauchen wir jetzt, denke ich, nicht ins Detail Da gehen. kommen wir Wir später noch erklären zu, das. ja. Wir erklären das Spiel noch. Wir spielen das mit euch quasi. Genau, und Aber dann du gehen wir siehst nochmal hier schon runter. die Zukunft des Gesundheitswesens auf dem Ihr seht Bild. natürlich, worauf es hinausläuft. Und vor allem auch dieser ganze Artstyle. Das ist halt diese Globo-Homo-Ästhetik. Ja, auf jeden Dieses Fall, ja. konturlose South Park-Ding letztlich. Nur, dass South Park halt witzig ist. Also, das könnte auf so einer Google-Startseite sein, weißt du? Ja. Das ist immer für mich das Anzeichen von Globo-Homo. So, jetzt haben wir hier ein paar News und hier haben wir jetzt Haben wir ein ein Video, worum es geht. Promotionsvideo, genau. Ja. Genau, und das Promo-Video. Und das schauen wir uns Das mal hören wir uns gemeinsam mal an. an. Das Ding ist, wir können es jetzt nicht stoppen, weil ich muss es ja bei mir auch gleichzeitig schauen, wegen Ja, sag einfach Tonproblem. Stopp und. Ja, oder so. Okay, genau. Also ich kann das anschauen, wenn du bereit bist. Los geht's. Dann 3, 2, 1, los. Every migrant has a dream. Stopp.
Stopp. Okay. Also, das ging fix. Ja. Also wir werden dann noch im Laufe des Spiels dazu kommen. Every Migrant has a dream. Also die Migranten an sich. Ja, jeder hat Träume, aber wen juckt's? Also. Ja, danke, dass du sagst. Ich habe jetzt überlegt, darf ich das so hart sagen? Also wir sollen ja in dem Spiel EU-Politik darstellen. Und werden EU-Politiker spielen. Da ist es mir letztlich, ehrlich gesagt, egal, wie sich der Migrant fühlt, sondern wichtig ist mir, wie mein Volk sich fühlt. Also die Leute, über die ich bestimme. Also das jetzt hier, und das geht auch jetzt hier schon direkt in den ersten 10 Sekunden los, dass halt dem Migranten wird so ein menschliches Gesicht gegeben. Ich meine, ist klar, es kommen natürlich jetzt keine Roboter, das sind Menschen, aber dass man die jetzt als Individuen so in den Mittelpunkt rückt, sag ich mal, oder zumindest habe ich jetzt den Eindruck hier von den paar Sekunden Video. Ja, es wird jetzt hier so der Rahmen dahin verschoben, dass dieser Traum sich nur in Europa verwirklichen lässt, weil in Afrika oder wo immer, oder Nahosten, wo immer die Leute jetzt auch herkommen, ist es halt, die sind Shitholes. Und an den Shitholes sind natürlich wir schuld, und deswegen ist es unsere, Klimawandel, unsere Pflicht, nachdem wir die alle ausgebeutet haben, jetzt uns was, den Leuten was zurückzugeben. Ja, genau. Und ach komm, schon allein wie der hier Typ hier aussieht, der ist dann auch Figur in dem Spiel hier. Mhm. Der heißt dann, glaube ich, Yusuf oder so. Oder Kemi, ja, kommen wir noch zu. Also, ja, mit diesem blauen Pullover, dazu dieser gelbe Schal. Gut, das soll vielleicht so ein bisschen die EU-Flaggen aufgreifen. Generell gelb-blau ist ja immer ein Thema im Spiel. aber naja, mit diesem stylischen Schal, also das ist, da habe ich schon wieder so diese Bilder im Kopf. Da denke ich nicht an einen wirklich Flüchtling, der mit Ach und Krach mit allem, mit dem, was er hat, irgendwo hingeht. Also, wisst ihr, der hat nur eine Tasche dabei, da ist eine Zahnbürste drin oder so. Das hat halt für mich schon wieder diesen Style-Faktor so ein bisschen. Hm. Weißt du? Aber stopp, bevor wir beide jetzt hier zu viel Worte in den Mund legen, lassen wir sie selber mal sprechen. Recht. Mein Fehler. Und es wird sich bewahrheiten, aber scheiß doch. Ja, okay, weiter. But no one can predict the exact outcome of their journey. It depends on many factors. Geography. Migration policies. Border control. Integration programs, labor market in their host country, and sometimes pure luck. Try Destination Europe. Negotiate migration policies and see how you could change their lives. Gut, also ich muss mich ein bisschen revidieren. Das war jetzt nicht so dieses Schuldkomplex, die Fresse. Aber mir ist jetzt schon ein Riesenunterschied aufgefallen, der tatsächlich dann nämlich auch die... mir ging es jetzt nochmal darum, das Spiel hier gibt es ja in zwei verschiedenen Varianten. Ne? Mhm. Wenn du nochmal hochscrollst, scroll mal bitte hoch. Ganz auf der so, Seite. Ja, ja. Genau, dann siehst du auf der linken Variante, die für die zentralen und osteuropäischen Länder ist, die ja nun mal migrationskritischer sind, wie wir wissen. Also ich denke da jetzt an Länder wie Polen, Ungarn, Tschechei, all diese Länder. Und die haben jetzt hier als Figur eine blonde Frau noch, die migriert, die zentrale Handlungsfigur ist. Und bei uns in der nordeuropäischen und westeuropäischen Fassung hast du ausschließlich braune Leute. Aber ja gut, der Neger war trotzdem mit dabei, ne? Ja, na gut, der stimmt. Nee, ach stimmt, na ja, gut, ja, da haben sie es ein bisschen für mich. Nee, aber mir ist jetzt nur der, mir ging es jetzt gar nicht so sehr um das Video, sondern mir ist das jetzt klar geworden. Du schaust wieder auf die Frauen, ja, ja, okay. Ja. Mir ist das jetzt klar geworden, dass, also, ich weiß nicht, wir könnten uns das mal sehen, wie es die Leute hier auch annehmen, wie denen das gefällt hier, das Spiel. Da könnte man vielleicht nochmal ins Detail gehen zu den Unterschieden. Aber gut, wir können auf der Seite nochmal gern weiter gucken, wenn du Bock hast. About the Tool? About the Tool, das ist halt über das Spiel, brauchen wir uns meinem nach nicht anschauen. Wobei, genau, das Instruction-Video, das kann man vielleicht schauen. Ich denke, das ist eine gute Idee. Weil wir jetzt die Regeln erklären. Moment, ich mach's nur bei mir gleichzeitig noch an. Genau, ich würde mal Vollbild machen jetzt, weil. Ne? Ja, genau. Ja, gute Idee. Schauen wir uns das mal an. Schau mal, Untertitel gibt's auf Englisch. Naja, gut.
brauchen wir jetzt nicht, ne? Mir ist egal, ja. Welcome to Destination Europe, a creative learning tool about migration policies in Europe and their impacts on migrants and local communities. This video explains how it works. In about 90 minutes, 4 to 6 players will discuss 6 migration challenges in 3 rounds. At EU. Wie bunt die hier schon wieder sind, ne? Ja. Da ist ja klar, was passiert. Also, das ist. Ja. Das ist auch wieder dieser Arzt, der hier. Ich hasse es. Ganz schlimm, ganz schlimm, ja. Das Globo-Homo-Ding. Okay, so. Soll ich mal also, wir diskutieren, ja, bitte, bitte, bitte. National and city level. In each round, you will step into the shoes of a different actor and try to convince the others of the best solution to the challenge. Together, you will reach 2 decisions per round. To set it up, put the map on the table. Lay out the 3 migrant cards and the EU public card. Prepare the smiley chips and the EU star chip. Place the other cards in a stack in the middle, in ascending order. Distribute the roll set cards among the players. Hand 10 voting chips to each player. Have the rule book and a timer at hand. Decide who will keep track of the time. Every migrant has dreams. Discuss them in a group, writing down 2 to 3 key words for each migrant. What are public attitudes towards migration in your country? Also dieser Punkt jetzt auch wieder, weißt du, wir sollen jetzt, das Spiel motiviert uns dazu, dass wir diskutieren, was für Träume die Migranten haben. Nochmal, es ist mir als Politiker scheißegal, was für einen Bürger in einem fremden Land für Träume hat. Es ist mir wirklich egal und sollte mir egal sein, weil ich mache Politik für meine eigenen Leute und nicht für Leute von einem anderen Kontinent. Also das ist hier schon vom Kopf her falsch gedacht in diesem Spiel. Und das regt mich so auf. Also man merkt schon. Ich weiß nicht, ob das falsch gedacht ist. Ich denke, das ist sehr, sehr willentlich so gedacht. Ja, natürlich, natürlich, genau. Das Wort falsch ist richtig, ist richtig. Das war jetzt natürlich meine Wertung. Ja, die wollen das natürlich so. Also das Spiel will uns so ein bisschen in eine Richtung stupsen. Im Englischen sagt man ja oft nudgen. Also das will uns so in eine Richtung stupsen. So, na ja, denk doch mal an die armen Migranten. Der arme Typ hier mit dem gelben Schal. Der schwarze Typ da. Der will doch Freiheit und Anerkennung. Ne? Und genau, sich genau. Ja. Dignity will er und Peace haben sie ja drauf geschrieben, jetzt hier ein Beispiel. Also Würde und Frieden und ja. Also wirklich. Gut, aber lass uns ruhig weitergehen. Jetzt wird es interessant mit den Regeln. Discuss and place the EU star chip on one of the 3 gray fields. To start the EU round, read the card describing your role. Either EU Commissioner or Minister of Country 1 to 5. Each role represents 2 positions on the challenge. You can decide which one is more important for your role. One player reads out card 0 and then hands card 1 to the player with the microphone on their role card. This player will read it out loud together with the 2 options and lay them on the table for everyone to see. Discuss for 7 minutes, staying in your role for this round. To vote, place up to 9 voting chips on your chosen option, according to the strength of your conviction. You may also abstain or place chips on both cards. The option with the most chips wins. To find out what this solution means for the migrants and the public, turn over the winning option card and read out the outcomes. If the green smiley appears next. Ich will auch bloß nochmal hier anmerken, die Karte, die wir hier haben vom Ahmed, ne? Ja, ja. Ist ja auch hier, ich werde gefoltert oder getötet, wenn ich zu Hause bleibe, ne? Ja, ja. Da ist ja schon sozusagen der Weg vorgezeichnet, der muss hierher, sonst ist er tot, ne? Ist richtig. Da ganz kurz, da muss ich. Ach so, ja, okay, das steht tatsächlich so im Spiel. Ich hatte überlegt, ob wir da eine andere Fassung haben. Nee, aber das passt so. Ja, genau. Und hier auch wieder das Ding, es ist mir egal, ob der Ahmed ein positives oder ein negatives Smiley. Also wirklich egal. Also es ist wirklich scheißegal als Politiker. Ah, oh, Gott, schlimm. Also ich würde sogar so weit gehen, es ist mir nicht egal, aber ich würde halt ihn relativ sehr weit hinten auf der Prioritätenliste haben. Also erstmal vor der eigenen Tür kehren und irgendwann Ja, also du kannst doch nicht an alle 8 Milliarden Menschen auf der Welt denken. Also nö. Das geht ja nicht. Aber ich erkenne schon an, dass die EU im Moment mit sehr behinderten Handelsabkommen mit irgendwelchen Warlord-Staaten, die Leute dort in Ruin treibt. Klar, also das würde ich halt auch
abschaffen wollen tatsächlich. Ja. Ja, und ich muss den Punkt sagen, also wenn ich jetzt selber nochmal drüber nachdenke, wenn in dem Moment, wo die Leute halt zu uns kommen, sind sie ja schon irgendwo in einem Verantwortungsbereich von uns, weil sie halt auf unserem Gebiet sind, dann, ja, dann ist es, kann man vielleicht drüber nachdenken. Aber mir geht es also um dieses grundlegende Ding, weißt du, also wenn ich jetzt EU-Politik mache, dann mache ich das nicht für die Leute in Eritrea. Also dass da Leute aus Eritrea kommen, von mir aus. Also, nee, eigentlich nicht von mir aus, du weißt, was ich meine. Ja. Aber, also, das ist ja... Dann ist es erstmal so, ja, ja. Ja, aber dass es hier schon prinzipiell so gedacht wird alles und, also, nee, ich find's komisch, aber gut. Von mir aus können wir gern weitergehen. Ja. ...to the migrant's name. Place one green smiley chip on that migrant's card. If the smiley is red, place a red smiley chip on the card. If it is neutral, do nothing. Move the EU star chip on the EU public card one step toward the blue or yellow end. Your decision leads to the second challenge of this round. The player with the microphone reads out the second challenge and the two options. Discuss for 7 minutes and vote with your remaining chips. Even if you don't use all of your 10 voting chips, they cannot be transferred to the next round. Count the votes. Place the smiley chips on the migrant cards and move the EU star chip on the EU public card. The number in the bottom right corner of the card will tell you which one of four possible futures you created with your two decisions. Read it out loud. Round two. Now move on to the national round. Recollect your 10 voting chips. Read about your new role and positions for this round. Follow the same steps as in the EU round. Da war es schon wieder, ne? Da war es schon wieder, diese schönen Bilder. Round 3. Do the same for the city round. Echt? Nochmal dasselbe. The last card, number 22, will prompt you to discuss what your decisions meant for migrants and public opinion in your country. You can express your own views now. Can you think of better solutions to the challenges? Ja. What have you learned? Ready? Aber sie haben zumindest eine schöne EU-Karte sozusagen da liegen. Das ist schon mal... Ja. Puh. Gut, also schlussendlich geht's, man fängt an der Grenze an, geht auf Landesebene und dann geht man auf Stadtebene und schaut, was da passiert. Genau, richtig. Und wir müssen uns dazu abstimmen, was wir entscheiden wollen mit diesen Stimmchips. Was ich jetzt hier komisch fand, dass man halt Chips übrig lassen kann, aber es würde mir gar nichts bringen. Also, richtig. Weißt du, ich habe das auch nochmal nachgelesen, in der Anleitung steht es auch so. Also, du kannst jetzt zum Beispiel auch, du kannst jetzt bei der ersten Runde halt nur eine Ja-Stimme von deinen 10 loswerden, damit du dir denkst, ja, damit ich in der zweiten Runde alle 9 rausballern kann, weil das mir wahrscheinlich wichtiger ist, was dann danach passiert. Das könnte man so machen, ja. Ja, also da hat es noch ein bisschen diese taktische Ebene. Mhm. Und vielleicht komme ich da gleich jetzt zu. Sorry, jetzt muss ich mir kurz meine Gedanken überlegen, was ich sagen wollte. Genau, und zwar ist es, das kam jetzt hier schon im Spiel ein bisschen durch, und zwar am Ende haben die das gesagt, in dem Video kam es durch, am Ende dürft ihr dann eure eigene Meinung sagen. Also was ich jetzt hier durchaus interessant finde an dem Spiel, man soll eigentlich die ganze Zeit in seiner Rolle bleiben. Also du hast ja diese Rollenkarten und auf der Rolle steht eine Position, die du spielen musst. Und da muss ich dem Spiel Punkte geben, denn wir werden das gleich sehen, wenn wir jetzt wirklich in das Spiel gehen und uns die Karten anschauen. Mhm. Die Punkte, die auf den Rollenkarten stehen, die sind teilweise ganz schön basiert. Also, und du hast auch Karten, wo du basiert sein musst, also wo 2 basierte Punkte stehen, wo du halt jetzt zum Beispiel der Migrationshardliner sein musst. Und das finde ich tatsächlich interessant. Das war mir gar nicht so aufgefallen, tatsächlich. Genau, ist mir dann auch klar geworden, als wir gestern über das Spiel im Vorfeld gesprochen haben, dass dir das gar nicht so bewusst war, mir nämlich auch nicht. Das ist nämlich ein Punkt, dem würde ich dem Spiel tatsächlich geben, wo halt das Spiel eben aber wieder stups ist, ja A, dieses Thema mit den Smileys bei den Migranten und B, wir werden das merken jetzt, wenn wir das Spiel spielen, wie sich die Geschichte entwickelt. Also wenn man jetzt zu bestimmten Richtungen tendiert, dann hast du auch so bestimmte Ergebnisse, die daraus folgen. Ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. Ja. jetzt habe ich meinen Punkt vergessen. Mist. sorry. Aber ist nicht so wenn du den vergessen hast, wir können gerne noch auf der Webseite schauen, ob wir was Wichtiges finden. Ansonsten könnten wir dann natürlich auch in das Spiel starten.
Man kann es zumindest auch direkt ausdrucken oder runterladen. Für lau, also was heißt für lau? Es ist wieder EU-Geld, also eure Steuern bei der Arbeit, wenn man so möchte. Ja. Und unsere. Ja. Würde ich jetzt gar nicht so. Was haben wir hier noch so? Ja, die Bei Downloads halt. Forum, Könnte mal bei bei Hoom. Neuigkeiten schauen. Ja, Aber Testimonials gibt ja. es ja nicht. Geh nochmal bitte zu About Tool. Ganz kurz, gab es da noch was Interessantes? Weil du hast ja oben die Tabs noch. Ach so, genau, geh mal bitte auf Y2 Regional Editions. Geh mal bitte auf den letzten Tab. Ah ja, okay, das ist interessant, ja. Aha. Ich lese mal kurz vor. Destination Europe is available in two regional editions. Migration and integration issues are specific to each country. For practical reasons, we could not produce more than two editions. Ah, hier, to make the scenarios and the storyline relatable, we developed these two regional editions. Okay, also Okay, es also. ist sinngemäß auf die verschiedenen Geflüchteten Zwinker Bereiche der EU zugeschnitten. Ja, Ja. ja. Und da würde mich halt echt interessieren, das schauen wir uns vielleicht später nochmal an oder im Nachgang, oder also schaue ich mir an aus Interesse, ob, wie groß die Unterschiede sind. Also, aber wirklich ein großer Unterschied ist ja tatsächlich, und das ist hier schon augenfällig, eben die Migranten. Also, dass du eben bei den migrationskritischen Ländern hier im Osten und Zentraleuropa, hast du halt hier noch die blonde Frau als Ja. Migrant präsentiert bekommen. Bei den anderen sind das ausschließlich Leute aus. Das Ja, du hast vorhin erinnert so ein das Wort bisschen. Shithole gebraucht. Also aus solchen Ländern, ja. Die blonde Frau erinnert so ein bisschen an Matrix, die Frau in dem roten Kleid. So. Der Okay. Blickfang. Das sind für die Zuschauer, das ist beim Arti wahrscheinlich so eine Regel, der muss einmal am Tag über Matrix sprechen. Sonst ist es kein Sonst guter ist es kein Tag. guter Tag, ja. Ja. Ah, geil. Okay, wenn du Gut, ich bin willst, können jetzt wir dann mal. ins Spiel starten. Ja. Sehr, sehr gespannt auf diese Positionskarten, was du meintest. Genau, so. Ihr müsstet jetzt. Ach so, ich kann das nochmal erklären auch. Wir haben jetzt diese Karten vor uns und eigentlich würden wir das ja spielen als Brettspiel normalerweise. Und ihr seht die einzelnen Karten, aber ich habe es jetzt so gemacht, ich habe diese ganzen Karten, die für uns interessant sind, in ein PDF-Dokument gebracht. So, und wir haben jetzt die Rollenkarten. Also man kann das Spiel ja von 4 bis 6 Spielern spielen. Und auf der linken Seite wäre jetzt für Spieler 1 seine Rollen. Also du bist jetzt einfach mal Spieler 1 und du bist jetzt Der in der. EU-Kommissar für Inneres. Aha. Genau. Und jetzt hast du 2 Positionen, die du vertreten kannst. Und wir haben ja gehört in dem Video, du kannst jetzt eine aussuchen. Jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich vorhin noch sagen wollte. Ja, mit den bitte. Spielchips, Ja, was man nicht ja. alle verwenden muss. Also man kann halt so die FDP auch spielen, die halt immer so ein bisschen rumkackt. Ja, Ne? genau. Aber ja, wenn dir deine Meinung wichtig ist, dann butterst du alle Chips rein in das betreffende Feld, ja, die du hast. Ja. Und du musst dann aber halt bedenken, dass du in der zweiten Runde dann keine Chips mehr hättest. Na klar. Ja. So, soll ich das mal vorlesen oder? Ja, bitte, bitte. Genau, ich habe jetzt so viel erzählt. Ich will ja dir So, ja auch nicht die Show ich stehlen. bin das EU, das der EU-Kommissar für Inneres. Du setzt dich für gemeinsame EU-weite Lösungen zur Migration, Grenzen und Sicherheit ein. Du hast Minister aus verschiedenen EU-Ländern eingeladen, um die Situation im Mittelmeerraum anzusprechen. Das ist jetzt sozusagen der Editionsunterschied. Ne? Bei dem anderen wird es wahrscheinlich Ah. aus Osteuropa dann sein, oder? Ah, Ne? guter Punkt, guter Punkt. So, und jetzt habe ich zwei verschiedene ja, Winkel. Zum einen, es ist Teil der europäischen Werte und Verantwortung, Menschen zu helfen, die vor Verfolgung und Konflikten fliehen. Oder aber, die EU braucht starke Außengrenzen. Sie muss in der Lage sein, Menschen ohne Bleiberecht zurückzuschicken und gute Beziehungen zu den Herkunfts- und Transitländern der Migration, der Migranten zu unterhalten. Und du Also bist das sind ja jetzt. schon gegensätzliche Punkte. Du könntest dich jetzt also quasi, naja, vereinfacht gesagt, zwischen links, was links gedruckt ist, und rechts, was rechts gedruckt ist, unterscheiden. Ich weiß natürlich, was du wählen würdest als Spieler. Genau, und kommen wir zu mir. Was bin ich? Ich bin jetzt Minister in EU-Land 1 und meine erste Position wäre, die ich vertreten könnte. Viele Migranten und Flüchtlinge versuchen, über unser Land in die EU zu kommen. Sie können nicht alle hier bleiben. Ja, Links, das ist das neue basierter Punkt. Rechts. Ja, so, und daneben steht, wir stehen an vorderster Front.
wir brauchen mehr Unterstützung von der EU, um die Boote aufnehmen zu können. Aufnehmen zu können, okay, also das wäre dann ein migrationspositiver Punkt, den ich hier vertreten würde. Zu Meloni-Thek wäre das irgendwie, oder? Weiß ich jetzt gar nicht, wie die so drauf ist, migrationsmäßig. Also beim Salvini könnte ich so sagen, aber bei der Meloni nicht. So, dann haben wir für die zweite Runde die Rollenkappen, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Genau, ne? In der zweiten Runde gehen wir dann auf nationale Ebene. Da sind wir dann quasi im Bundestag, jetzt in Deutschland oder im Parlament von Frankreich, was weiß ich. Genau, so. So, ich lese mal vor. Vertreter der Öffentlichkeit, Römisch 2, du vertrittst einen Teil der Gesellschaft, der generell gegen Einwanderung ist. Part 1. Unser Land hat schon viele Migranten aufgenommen. Es ist an der Zeit, sich um die eigenen Leute zu kümmern. Oder zu viele Ausländer passen einfach nicht an unsere Lebensweise. Gut. So, und das ist so eine Karte, die doch mega geil ist eigentlich. Also, oder? Ja, also, warum nicht beides? Nee, aber ja. Nee, aber das Spiel hier, das tut dich also, wenn du es richtig spielst, wirklich dazu zwingen, 7 Minuten lang aus unserer Sicht zu diskutieren. Also so AfD-Punkte auf den Tisch zu bringen, was Migration angeht. Was mir jetzt nicht so ganz klar ist, ist das vorgeschrieben, was ich von den beiden nehme, oder wähle ich das selber aus? Oder wird das ausgewürfelt? Das wählst du selber aus. Also, du kannst... Gut, ja, also ich kann so den... Video haben die gesagt, du kannst dir das selber auswählen. Okay, also ich kann so den etwas seichten Hardliner oder den richtigen Hardliner spielen, bei der Karte zumindest. Okay. Der richtige Hardliner wäre rechts, meinst du? Zu viele Ausländer passen sich einfach nicht an unsere Lebensweise an? Ja, aber ich finde, ich würde ja beide spielen wollen. Ja, na klar, sicher. Ich glaube auch, man kann sogar beide machen. Also ich glaube, das ist nicht immer so ein klares Entweder-Oder. Also ja. So, und ich bin jetzt ein Minister für Arbeit und Soziales und ich gebe die Richtung der Beschäftigungs- und Sozialpolitik in meinem Land vor. These 1 von mir ist, die Arbeitgeber in unserem Land müssen Zugriff auf die Arbeitskräfte haben, die sie benötigen. Also sehr FDP-mäßiger Take an der Stelle. Oder langfristig müssen wir unseren Bürgern helfen, Arbeit zu finden. Das wäre natürlich mein Punkt, den ich hier bevor, weil es unsere Bürger eben in den Mittelpunkt stellt und nicht irgendwelche anderen zugezogenen Arbeitskräfte. Der linke Punkt ist halt wie so ein, oh Gott, ich sag's jetzt mal, hallo Erwin, so ein klassisch kapitalistischer Punkt tatsächlich. Wir holen uns die billigen Leute aus dem Ausland und spielen die gegen die einheimischen Arbeiter aus. Genau und ficken halt alle. Ja, geil. Genau so. Danke. Genau so. Gut, dann gehen wir einfach mal zur nächsten Seite. Da sind wir dann auf der städtischen Ebene. Das ist dann Runde 3. Und ja. Oh, darf ich Recht und Ordnung? Darf ich? Oder? Ja, natürlich. Du bist ja immer links. Ja. Also in den Karten, ja. Okay, ich bin der Sprecher der Bürgerinitiative Recht und Ordnung. Oder Bürger in Wut, wie in Hamburg sagt. Ne? Ja. So, und ich sage entweder, wir wollen eine saubere und sichere Stadt, in der Gesetze und Regeln eingehalten werden. Oder aber zu viel Geld aus dem Staatshaushalt für Migranten wird ausgegeben. Einheimische Bürger sollen Vorrang erhalten. Beides wieder geile Punkte. Und das sollst du 7 Minuten lang diskutieren. Ist so eigentlich cool. Also, man darf das Spiel vielleicht auch nicht zu sehr schelten. Ja? So. Und ich bin ein lokaler Unternehmer. Du betreibst eine Ladenkette in Teilen der Stadt, in denen viele Migranten leben. Femi hat früher in einem deiner Läden gearbeitet. Femi, das ist der schwarze Typ. Wir kommen dann noch zu den Migranten. Ach, das war die Frau. Nee, die heißt, glaube ich, irgendwas mit Y. So, Punkt 1 von mir ist, ich möchte mein Geschäft führen und meine Kunden bedienen. Egal, wer sie sind. Und Punkt 2, wieder der kapitalistische Take links, ne? Und rechts, in der Nähe meiner Geschäfte möchte ich ein sicheres und ordentliches Umfeld. Ja, das sind ja beides so... Ist jetzt nicht so... Naja, ne? So Allerweltspunkte ein bisschen. Richtig. Ja. Okay, gut, wir gehen mal weiter. Wir werden jetzt aber dann sehen, dass das Spiel uns trotz allem, wie based man hier unterwegs ist... Richtig. Irgendwo hindrücken möchte, um es mal schon so anzusteasern. Richtig. Wir hatten gestern so gelacht, als wir in das Regelwerk geschaut haben. Ich muss da nochmal den ersten Satz aus dem Regelwerk vorlesen. Spielablauf. Gerne. Destination Europe ist ein pädagogisches Planspiel für 4 bis 6 Spieler, bei dem fettgedruckt
kein einzelner Spieler gewinnt. Also, du kannst hier nicht gewinnen, quasi. Als EU-Bürger verlierst du immer. Geil. Genau, genau. Als EU-Bürger verlierst du immer. Damit okay. du dich ja nicht zu sehr für deine Leute einsetzt. Ja, ja. Ja. Okay, geh mal weiter. Soll ich weitergehen? Ja. Ja, bitte sehr. Okay. Du bist wieder links. Du wärst jetzt Spieler 3 quasi. Warte mal, bin ich jetzt verkehrt? Nee, nee, du bist jetzt Minister in EU-Land 2. Das ist der dritte Spieler, weil vorher war es ja Kommissar und Minister in EU-Land 1. Okay, ich dachte, da aus, dass ihr da oben scrollt. Okay. Nee. Gut, also Minister in EU-Land Nummer 2. Die EU-Länder müssen die Verantwortung für den Schutz von Flüchtlingen teilen. Oder einige unserer Bürger sind besorgt über die Migration. Sie wählen Parteien, die Einwanderung ablehnen und skeptisch sind gegenüber der EU. Nein. Schlimm. Schlimm, ja. Ich bin Minister in EU-Land 3. Position 1 von mir ist, unsere Bürger wollen nicht, dass die EU ihnen vorschreibt, wie viele Geflüchtete und Migranten wir aufnehmen sollen. Cooler Punkt. Punkt 2, EU-Förderung ist wichtig für unser Land. Unsere im Ausland arbeitenden Bürger schätzen die Freizügigkeit innerhalb der EU sehr. Also die Karte finde ich auch mega geil, also diesen Punkt hier rechts, weil das so voll dieses Ding ist, ja, ich will einfach nur die Vorteile haben von der EU. Weißt du? Also das wäre jetzt also das wäre jetzt zum Beispiel so der Punkt rechts, wie er steht, ohne alles andere, wäre jetzt zum Beispiel tatsächlich ein Punkt, den ich auf Polen so sehen würde, weißt du? Polen ist relativ, schon mal sehr abhängig. Relativ viele osteuropäische Länder. Von EU-Fördergeldern, genau, die osteuropäischen Ländern. Und die sind eben vor allem die Arbeiter, die aus dem osteuropäischen Ausland kommen, die profitieren halt von der Freizügigkeit, dass sie halt in den westeuropäischen Ländern schön Kohle scheffeln können. Ja, aber machen wir uns nichts vor, selbst wenn die Grenze wieder zu wäre, die Polen, Tschechen, dies, das, die würden ja trotzdem kommen zum Arbeiten. Ja, das wird halt ein bisschen länger dauern. Ist richtig, das kam jetzt vielleicht zu hart rüber, aber ich meine nur, bei dem Punkt habe ich klare Länder zumindest im Kopf, die ich damit, die ich den Punkt geben würde. Ja, so, dann haben wir wieder die Nationalebene. So, oh, schönes Amt. Hallo Kasper, Minister für Migration und Integration. Du gibst die Richtung der Migrations- und Integrationspolitik in deinem Land voraus. Entschuldigung. Wir müssen die Zahl der irregulären Migranten in unserem Land reduzieren. Oder konzentrieren wir uns darauf, diejenigen zu integrieren, die einen gültigen Aufenthaltsstatus haben und bereits hier im Land sind. Okay, ich bin ein Vertreter der Öffentlichkeit, also wahrscheinlich irgendein Kulturschaffender, ein Autor, irgend sowas. Du vertrittst einen Teil der Gesellschaft, der Migration im Großen und Ganzen befürwortet, also eine Linke. Du hast die Arschlochkarte. Oder so. Ja, das ist die Arschlochkarte. Die Offenheit für Menschen aus dem Ausland ist gut für unsere Gesellschaft und die wirtschaftliche Situation, oder? Menschen sind schon immer auf der Suche nach besseren Möglichkeiten um die Welt gezogen. Es ist normal, dass unsere Gesellschaft immer diverser wird. Okay, das ist die Kacke. Boah, wollen wir die Karte so ein bisschen zerfetzen? Ja. Also der Standpunkt, der links abgedruckt ist, das ist ja so richtig so dieser FDP-CDUler-Standpunkt, ne? Immer schön auf den Wirtschaftsfokus, ne? Ja. Hauptsache, wirklich, der Wirtschaft geht gut, ne? Und ja, die Gesellschaft genau, mit den Gewürzen, ne? Ja, ja, komm. Genau. Wir müssen doch immer wachsen. Das ist so dieser Wachstumsirrsinn, ja. Richtig. Wachsen. Ja. Also auch was Bevölkerungszahl angeht. Steht nirgendwo geschrieben, deine Bevölkerungszahl müsste immer weiter wachsen. Doch. Wenn es die Geburten Grundgesetz, Zahlen Artikel 25, bin ich mir ganz sicher. Ja, irgendwie so wird es schon sein, genau. Oh je, diese Karte. Und auf der rechte Punkt, ich würde ja gerne mal die Indianer fragen, wie das in den USA war mit dem diverser werden da, ne? Genau. Lief gut für die, ne? Ja, genau. Gab es bestimmt auch den Indianer rote Haut und der hat gesagt, ja, ist schön, dass wir diverser werden, ist doch normal. Und so. Die haben gut Feuerwasser. Vorher waren es die Apachen und die Shoshone, die haben doch auch sich miteinander vermischt und jetzt kommen halt doch hier die Europäer. Oh Gott. Ja. Das ist absurd. So, Punkt 3. Willst du mal der Bürgermeister sein, dann bin ich willkommen in unserer Stadt? Oh, jetzt bringst du mich aber durcheinander hier. Okay, dann bin ich der Bürgermeister, okay. Ja, bitte.
Du entscheidest über verschiedene Bereiche des Stadtlebens. Oh Gott, deine Tochter hat Ahmed während ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit als Freiwillige bei ihrer lokalen Non-Government-Organisation kennengelernt. Und oh nein! Sie ist erstmal enterbt. Die Tochter ist nicht sicher. So, aber mein Standpunkt ist, ich möchte entweder, dass unsere Stadt gedeiht und ein guter Ort für alle zum Leben ist, oder während der Wahlen habe ich versprochen, die Kriminalität in der Stadt zu verringern. Und ich will ja wiedergewählt werden. Ja, gedeiht ist hier übrigens falsch geschrieben. Aber gut. rechts, ich bin Sprecher des Projekts Willkommen in unserer Stadt. Du bist Sprecher einer lokalen Bürgerinitiative. Dein kranker Großvater wird von Jasmin gepflegt. Jasmin ist übrigens die braune Migrantin da. Die, wo du meintest vor uns, die wäre... Mhm. Ich weiß nicht, was du gesagt hast. So, aha, also mein kranker Großvater wird von Jasmin gepflegt. Ja, die ist ja so nett. So, Punkt 1. Menschen aus verschiedenen Kulturen machen unsere Stadt interessant. Die Gewürze, denkt an die Gewürze. Aber Viertel, in denen viele Migranten in Armut leben, sind schlecht für unser Image. Ja, das ist ein wichtiges Image, ja. Das ist so, eigentlich, das ist ja so ein unterstützungswerter Punkt, so ein bisschen so ein Normie-Punkt halt, ne? Also, ja, aber, so, ja, an sich mit den Kulturen, das ist schon cool, weißt du, da hast du eine Dönerbude und Asiaten, das mag ich schon, aber wenn es dann zu viele sind, ja, das ist schlecht für unser Image. Also, ja, Kriminalität warte mal, nicht mal so, aber das Image. Nee. Eigentlich heißt das doch, der Ahmed und alle, die da kommen, die sollen halt auch vor deiner Haustür leben. Und nicht in so Vierteln, oder? Verstehe ich den Satz falsch? Ja, natürlich, das habe ich gar nicht gedacht. Danke, dass du sagst. Und am besten hier die Oma mit der 80 Quadratmeter Wohnung. Ja, du hast geht recht. Geht da mal raus, ne? Du hast recht, darauf wird es hinaus. Punkt 2 von mir ist, es ist nicht leicht, neu anzukommen. Migranten brauchen Unterstützung, um sich zu Hause zu fühlen und sich in unserer Gesellschaft beteiligen zu können. Ja, ich bin halt ein Sprecher von so einem Projekt. Willkommen in unserer Stadt. Ist klar, dass ich solche Punkte aufs Tapet bringe. Vor allen Dingen, also, was ist jetzt die harte Position von den beiden? Das ist doch alles dasselbe, ja, ne? Ja, gibt's halt nicht immer. Gut, ja. Nächste Karten. Ja. Das ist dann die Spieler... Ach so, hast du es aufgeführt, okay. Minister in EU-Land 4. Und ich sage... Viele Migranten und Flüchtlinge, Migranten, versuchen, über unser Land in die EU zu kommen. Sie können nicht alle hier bleiben. Oder reichere Länder und solche mit weniger Einwanderern sollten ihren Anteil übernehmen. Das ist dann jetzt so, das letzte ist so ein Symptomdokterei, weißt du? Also, nee, nicht mal. Wie sage ich das? Das klingt so nach der Türkei, obwohl sie nicht in der EU ist, oder? Ja, nee, doch, ich glaube, Symptomdokterei war jetzt eigentlich der richtige Begriff, dass du halt gar nicht an der Ursache rum was richtig, änderst, richtig, sondern ja. Da geht es dann um die Fakten, die schon geschaffen wurden durch die Massenmigration, dass man das irgendwie verwaltet, anstatt jetzt das Kernproblem anzugehen. Genau, das ist hier genau, der Punkt, genau. Der mich stören würde in dem Satz. Und ich meinte jetzt eher so als Land, vielleicht so Griechenland ist das so, ne? So von der ja, auf jeden Fall. Beschreibung. Genau. So, ich bin Minister in EU-Land 5. Punkt 1. Wir haben in der Vergangenheit schon viele Flüchtlinge aufgenommen. Auch andere Länder sollten sich an der Last beteiligen. Der Last, interessant. Das ist so bezeichnet. Die sind ja eigentlich nur positiv und wie Gold. So, einige unserer Bürger sind besorgt über die Migration. Sie wählen Parteien, die Einwanderer ablehnen und sind skeptisch gegenüber der EU. Ich glaube, das hatten wir vor uns schon. Stimmt, das ist so identisch, ne? Aber spannend, dass das immer in einem Satz kommt, ne? Dass du die Migration ablehnst und immer gleichzeitig skeptisch gegenüber der EU bist. Als wäre das so ein Zusammenhang, ne? Auch da wieder, danke, dass du immer solche Punkte hier ansprichst. Also das sind manchmal Sachen, die übersehe ich. Aber natürlich hast du recht. Ja, natürlich hast du recht. Ist interessant, dass es im selben Satz fällt. Also man konnte auch schon vor 2015 die EU komisch sehen. Skeptisch gegenüber der EU, ja. Ganz komisch, ja. Ja gut, ich wollte eigentlich davon ablenken, dass ich jetzt der Leiter der zivilgesellschaftlichen Organisation bin. Mir kraut's schon. Ja. Okay. Also, ich leite eine Organisation, die Migranten im ganzen Land bei der Integration unterstützt, natürlich. Ah! Migranten sind Teil unserer Gesellschaft. Wenn sie sich akzeptieren...
und willkommen wird das besser für alle sein. Oder meine Hardliner-Position bestimmt jetzt. Die Rechte von arbeitenden Migranten und ihren Familien müssen geschützt werden und sie dürfen nicht diskriminiert werden. Gender das Spiel eigentlich? Die Rechte? Ach nee, da hätten sie ja Migrantinnen geschrieben oder sowas. Aber dieses Arbeitenden hat mich jetzt... Naja, das passt so halbwegs tatsächlich. Ja, ja, nee, hast recht. Alles müssen wir nicht auf die Goldwaage legen. War nur eine Frage. Das kommt schon noch. Ja, ja, alles okay. So, ich bin ein Vorsitzender der Oppositionspartei. Ist ja interessant, in welchem Land wäre ich jetzt Opposition, weißt du? So, du bist Vorsitzender einer Partei, die derzeit in der Opposition zur Regierung steht, die von den zwei Ministern vertreten wird. Punkt 1. Es gibt bereits zu viele Einwanderer in unserem Land. Unsere Kultur ist in Gefahr. Punkt 2. Die Medien und die herrschende Elite sagen den Menschen nicht die Wahrheit über die negativen Auswirkungen der Migration. Das könnte jetzt tatsächlich so ein AfD-Punkt sein. Mhm. Also beide Sachen. Oder von Front National. Mhm. Rassemblement National heißen sie jetzt. Ah ja, schau an. Sehr gut. Ja. Ach, das ist nicht, eine schöne Karte. Die haben sie umbenannt. Aha. Ja, schon vor einer Weile. Aber ja, das ist zum Beispiel eine schöne Karte. Ja. Das würde ich gerne vertreten. Und dann gehen wir jetzt mal auf die lokale Ebene noch, ja? Genau, das sind dann die letzten Rollenkarten. Wir haben es gleich geschafft. Das hast du doch mit Absicht gemacht. Okay, also ich bin der Leiter einer Migrantenorganisation. Du repräsentierst Migranten, die schon lange in der Stadt leben und mehr Mitspracherecht und Beteiligung fordern. Wir müssen das Image der Migranten in der Stadt verbessern. Oder es muss etwas gegen die wachsende Anzahl von Angriffen extremistischer Gruppen auf Ausländer dieser Stadt unternommen werden. Natürlich. Ist halt so ein wirklich die linke Punkt. Also jetzt nicht nur ein linker Punkt, sondern wirklich von der Partei Die Linke, hätte ich gesagt, oder so. Ja, auch die Grüne. Also ja, die das Grüne, ist ja eh alles das Gleiche. Du hast ja recht, ja. Ich habe nur komischerweise an die gedacht. Bei solchen Zentren hier, so Migrantenorganisationen, da denke ich wirklich komischerweise immer richtig an die Partei, Die Linke. Aber das ist natürlich falsch. Ich meine, das ist ja alles selbst für SPD. Ist nicht falsch, Grüne. Aber ja. Ja, ist auch nicht ganz richtig. So, städtische Ebene, das bin ich jetzt, Vorsitzender der lokalen Oppositionspartei. Du bist Vorsitzender einer Oppositionspartei. Du willst die aktuelle Bürgermeisterin bei den kommenden Wahlen schlagen. Punkt 1. Die Stadt verändert sich durch die Zuwanderung zu schnell. Die öffentlichen Dienstleistungen werden überlastet. Punkt 2. Die Einheimischen können nicht mit den Zuwanderern konkurrieren, die niedrigere Löhne akzeptieren. Viele fühlen sich auf den Straßen unserer Stadt nicht mehr sicher. Den Punkt 2 hier finde ich mega geil. Der ist richtig gut. Ja, ja. Der ist richtig gut. Das ist nämlich ein Argumentationspunkt, der viel zu selten fällt, auch bei AfD-Politikern. Also das muss man viel öfter aufs Tapet bringen, weil das zieht tatsächlich auch Linke an. Also ja, ist natürlich so, dieses ganze Migrationsding, das wünschen sich ja vor allem irgendwelche Konzernchefs, so, vor allem die Kapitalisten, die freut das immer, weil das ist einfach der pure Treiber für Lohndumping, weil du kannst die Löhne so niedrig halten, wenn du dir jetzt mal vorstellen würdest, wir hätten gar keine Einwanderung und wir sagen die ganze Zeit, ja, wir haben Fachkräftemangel, dann müssten die Leute halt besser bezahlen, also ja. weil sie halt miteinander in Konkurrenz stehen würden, die Unternehmen, um die wenigen Leute, die das noch machen könnten. Und so ist es so, wenn du jetzt einen Job hast, wo du eine ungelernte Arbeitskraft noch brauchst, was weiß ich, ich nehme mal jetzt als simples Beispiel McDonald's-Verkäufer oder so für Pommes, dann tust du halt anfangen, ja, wir tun jetzt denen mehr Lohn geben, damit wir mehr Leute anziehen. Nö, da sagst du halt, naja, nee, bring mal die Leute rein, hier den Femi, der macht das schon mit den Pommes. Der für den sind auch 10 Euro die Stunde, das macht er schon. Das ist für den viel Geld. Ja, definitiv. Also da teile ich tatsächlich so eine linke Analyse an der Stelle. Ne? Dass der dem Kapitalist an sich, wenn man das, ich mag das Wort an sich nicht, aber letztendlich, es stimmt ja irgendwo, der ist ja nirgendwo zu Hause, der hat seine 50 Villen auf dem Globus. Wenn da eine den Bach runtergeht, weil das Land ein Shithole wird, dann hat er immer noch 49 und sein Schweizer Bankkonto, das juckt ihn nicht, aber er verdient halt trotzdem dran. Das juckt ihn dann wiederum. Genau. Ja, sind irgendwelche Nationalstaaten oder Staaten an sich, sind ihm eigentlich ein Dorn im Auge und so höhlt er die schlussendlich aus. Genau, das ist so ein typischer Unterschied zwischen Anywheres und Somewheres, spricht man da häufig. Also Anywheres sind halt die Leute, die überall leben könnten, die sich halt nirgends so richtig verwurzelt sehen, halt eben so diese
Ja, die Kapitalisten letztlich, die sagen, naja, wenn jetzt Deutschland vor die Hunde geht, ja, dann ziehe ich halt nach, was weiß ich, Frankreich oder USA oder in irgendein anderes Land. Und die Sambeers sind halt die, die wirklich in ihrer Lokalität verwurzelt sind. Die sagen, ich bin Deutscher, ich will deutsch bleiben, meine Heimat soll gut werden. Oder ich bin Belgier, ich will Belgier bleiben, bla bla bla. Ja, nicht mal das, also auch einfach dieses, ich kann es mir gar nicht leisten, woanders hinzugehen, ne? Richtig, und dann richtig, sitzt du da im richtig. Dreck, ja, cool. Richtig. Sehr schön. Und wie du schon sagtest, also das müsste eigentlich auch die AfD viel mehr rauskehren, diesen Punkt, um halt auch wirklich so den klassischen Arbeiter irgendwie abzuholen, der so die Linke noch aus Tradition wählt, ne, aber eigentlich jedes Mal von ihr, Entschuldigung, in den Arsch geflickt wird, weil er nicht mehr die Zielgruppe ist. Ja. Und einfach sagen hier, ja, Junge, das ist nicht mehr, die Partei interessiert sich nicht mehr für dich, also probier mal was anderes aus. Ich verstehe schon, wo du herkommst und was das ist. Ja. Na, mal gucken, vielleicht kriegt man die ja noch dahin, ne? So, jetzt gehen wir weiter. Jetzt können wir auch ins Spiel einsteigen, oder? Das ist ja immer noch der Crashkurs hier. Aber ich muss dazu sagen, ich habe jetzt mich überhaupt nicht gelangweilt und ich hoffe, die Zuschauer auch nicht. Also ich finde das hier wirklich sehr interessant. Auch die ganzen Sachen, die wir hier gelesen haben, das gehört zum Spiel dazu. Hast du denn jetzt alle Karten reingenommen hier, die es gibt von diesen Positionskarten? Genau, das waren jetzt alle Rollenkarten. Also für 6 Spieler mal 3, das waren jetzt 18 Positionskarten. Und da waren ja durchaus interessante Punkte dabei, deswegen habe ich das hier reingebracht. Das ist doch, war doch witzig, fand ich. Dann steigen wir jetzt mal in das Spiel ein, ne? Nee, nicht ganz. Gehen wir weiter. Jetzt wird es ja erstmal lustig. Ab jetzt habe ich es so gemacht, links siehst du immer die Vorderseite der Karte, rechts die Rückseite. Vorhin war das noch ein bisschen wild durcheinander. Naja, nicht wild, aber. So, jetzt, wir haben jetzt die erste Karte, wir haben jetzt diese Migrantenkarten. Das sind die Karten, das sind diese Migranten, die wir beeinflussen mit unserer Politik. Also wir wollen jetzt zum Beispiel das Boot im Mittelmeer stoppen oder so und dann wird der Ahmed traurig. Da kommen wir dann später zu. So, und das wird jetzt interessant. Das können wir uns mal durchlesen. Ahmed träumt von. Da müssen wir halt aufschreiben. Hatten wir vorhin im Video gesehen. Ja, der träumt jetzt von Würde und Frieden. So, und wer ist Ahmed? Ahmed ist 25 Jahre alt, aus dem Mittleren Osten kommt. Er ist Automechaniker, ist natürlich eine Fachkraft. Ist logisch. Noch kein Raketentechniker, aber Automechaniker. Kein Arzt diesmal immerhin, Mensch. Alleinstehend, keine Kinder. Ich würde gefoltert oder getötet werden, wenn ich zu Hause bliebe. Ja, natürlich, was du vorhin schon meinst, dieses Ding. Also, das ist natürlich kein Wirtschaftsmigrant oder so. Nein, der muss kommen. Und übrigens, so auf der Rückseite, das wurde jetzt gar nicht so wirklich erklärt, steht da eigentlich bei überall dieselben Begriffe? Ja. Ach so, ich glaub, kann das sein, dass die... Ankreuzen dann oder sowas, ne? Ach, wovon der träumt, oder was? Stimmt, richtig, da haben wir jetzt zum Beispiel den Punkt Würde, der hinten steht. Ah, alles klar. Familie, Rückkehr, Karriere, Frieden, genau, Würde, Frieden. Alles klar, das sind die Punkte, aus denen wir beginnen könnten, wovon er träumt. Ich lese mal kurz vor vielleicht. Also wir haben gute Lebensqualität, Glück, Sicherheit, Ersparnisse, Rechtsstaatlichkeit, Ehe, Gleichheit, Bildung, Zuhause, okay, Arbeit, Erfolg, Demokratie, Freiheit, Chancen, Würde, Kinder, Familie? Was? Egal. Rückkehr, Karriere, Frieden, Abenteuer, Menschenrechte, Wohlstand. Also Rückkehr würde ich ankreuzen. Ja, und zu Hause. Ja, genau. Und Rückkehr und zu Hause. Also gut, Abenteuer finde ich tatsächlich ein bisschen zynisch. Ne? Aber, ja, das klingt halt so nach Glücksritter. Also letztlich, das ist ja so der Vorwurf von uns an viele Einwanderer. Aber Ersparnisse würde ich sagen, wirklich noch ankreuzen. Ne? Also wenn er wieder zurückkehrt, da kriegt er noch ein bisschen was mit. Also genau. Hier die Kohle abgreifen und schön nach Hause bringen. Ja. Genau, würde ich auch sagen. Ersparnisse, nochmal. Also er träumt von Ersparnisse, zu Hause und Rückkehr. Ja, bin ich dafür. Okay. So, haben wir als nächsten Migranten den guten Femi mit seinem, das ist hier der schwarze Typ für unsere nur Zuhörer, mit seinem schicken gelben Schal. Der hat so diesen Blick, den er drauf hat. Das ist ein bisschen dieser Modelblick, finde ich. So, Femi ist 21 Jahre alt, kommt aus Westafrika. Er ist ein Fischer. Leider kein Mechaniker, aber ein Fischer. Er ist alleinstehend, hat auch keine Kinder. Und er sagt, ich kann zu Hause nicht für meinen Lebensunterhalt sorgen. Meine Familie hat Geld geliehen, um mich nach Europa zu schicken. Aha,
Er kann nicht für seinen Lebensunterhalt sorgen als Fischer. Also er ist ein scheiß Fischer. Nee, aber den Punkt würde ich ihm sogar irgendwie geben, ne, wenn du vor deinen Küsten diese riesigen Fischfangkreuzer hast, die da einfach alles weggrasen und dann kriegst du nur noch deine 3 Makrelen, wenn du rausfährst. Aber gebe ich ihm, ja. Aber das ist noch längst kein Grund, nach Europa zu kommen. Also dann soll er sich eine andere Arbeit suchen. Ja, komm, so einfach ist auch nicht. Also, ja, aber nur wegen so einem Punkt. Ich kann zu Hause nicht für mein Lebensunterhalt sorgen. Also, naja, gut, ich kann nicht für den sorgen. Also, irgendwas wird er doch schon finden, als könnte er nur Fischer sein. Gut, naja, gut, sind wir ehrlich, der wird nicht viel gelernt haben. Also, wenn er jetzt aus Westafrika kommt, wie hoch ist da der Bildungsstand? Ja, der wohnt halt in so einem Shithole, ja. Genau. Ja. So, wir gehen jetzt mal durch, wovon er träumt. Ich löse auf. Er träumt von zu Hause, Rückkehr und Ersparnisse. Vielleicht noch Karriere, dass er auf diesem Fischkutter dann arbeitet. Ja. Aber sind wir uns soweit einig, oder? Femi träumt auch von Ersparnisse, zu Hause, Rückkehr. Ja. Ja, gut. Aber meine Familie hat mir Geld geliehen, um mich nach Europa zu schicken. Ist halt auch, ne? Krass, also so richtig so dieses Glücksritter-Ding irgendwie. Ne? Genau, die Schlepper sind ja auch nicht billig, also zumindest für richtig. Westafrikanische Verhältnisse. Die zahlen da, keine Ahnung, lass es 2000 Euro sein, die du zahlst. Das ist halt in Westafrika ein Vermögen. Und ist das hier so ein Meme, was sie durchziehen, dass das alles alleinstehend keine Kinder hier ausspuckt? Mal sehen, wir können ja zum dritten Migranten kommen. Das ist ja unsere gute Jasmin, glaube ich. Die Quotenfrau. Genau, die Jasmin, die ist schon ein bisschen älter. 32 Jahre, aus Nordafrika, Krankenpflegerin, natürlich auch eine Fachkraft, Ehemann und 2 Kinder, 7 und 9 Jahre, okay. Sie schreibt, ich arbeite hart, aber mein Gehalt ist zu niedrig. Auch hier wieder so dieses Thema Wirtschaft. Und ich wollte nochmal zu dem Bild kommen, das hatte ich gestern schon angesprochen, als wir uns das mal angeschaut haben. Also, nimm's mit, also so die sieht doch keine Nordafrika. Also, in diesem Kapuzenpullover, in diesem Hoodie und, also die sieht mega westlich aus für mich. Also, definitiv. Das ist halt schon hier so ein Bild, was hier rübergebracht werden soll. Ja, die sind wie wir, kommen nur von woanders, weißt du? Sind an sich dieselben Leute. Nordafrika ist eigentlich alles muslimisch und die hat kein Kopftuch an. Erzähl mir das doch nicht, bitte. Genau das. Also erzähl mir das bitte nicht. Wirklich. Dämlich. Dämlicher Punkt. So, und wovon eben, träumt sie? Weil es muslimisch ist, arbeitet die Frau eigentlich nicht, ne? Die ist eigentlich also, zu Hause. Wenn ich jetzt raten müsste, wovon sie träumt, würde ich sagen, Ersparnisse, zu Hause und Rückkehr, glaube ich. Na, Kinderfamilie, oder? Ah, Rückkehr. Ich wette, die will Rückkehr. Ja, zu Kind und Familie. Da würde ich jetzt 10 Stimmchips für einsetzen. Achso, ja, die will zurück zu Kinder und Familie. Ja, genau, richtig. Die lässt sie nämlich wahrscheinlich zu Hause. Weil wir kennen ja auch so viele Frauen, die dort einzeln reisen aus richtig. Den Ländern. Da kann nichts passieren. Genau, kann nichts passieren. So, jetzt haben wir die Migranten durch. Und jetzt die letzte Karte, bevor wir wirklich ins eigentliche Spiel steigen. Das ist hier diese EU-Öffentlichkeitskarte. Und ihr habt vor uns in dem Video gesehen, wir hätten jetzt eigentlich so einen Chip, wo wir gerade stehen. Also am Anfang würden wir den in einen der mittleren Punkte setzen. Laut Anleitung kann man sich hier wirklich auswählen. Also wenn wir jetzt sagen, genau, und man soll das danach auswählen, in welchem Land man spielt. Also wenn du das jetzt mit polnischen Leuten spielst, würdest du wahrscheinlich eher den Richtung verschlossen auf das rechteste Feld legen. Also Mitte-Rechts sozusagen. Ja, genau. Und in Deutschland würde man den vielleicht wahrscheinlich ganz links legen, von wegen ganz offen. Also auf jeden Fall auf der Karte. Also nicht auf neutral, sondern ganz links. Ja, für uns nur Hörer, wir haben hier eine Karte vor uns, da ist ein Strahl, eine Skala, die geht von offen, neutral bis verschlossen und da ist vermerkt, oder wir vermerken hier im Spiel mit einem Chip, wie die EU-Öffentlichkeit oder die Öffentlichkeit in unserem Land zur Migration steht. Sind die offen für Migration, stehen die dem neutral gegenüber oder sind die verschlossen? Und wenn wir jetzt mal Deutschland nehmen, da hätten wir geboren in einem anderen EU-Land 16,6%. Wo guckst du da? Auf der anderen Seite, auf der nächsten Seite. Ja, ich guck nur gerade. Also ich bin gerade mit dem Balken ein bisschen überfordert, weil warum ist denn Luxemburg so fucking riesig? Die sind doch nur 0,6 Millionen. Ach, da geht es um die Prozentzahlen. Prozente, also die Anteile. Wo ist denn hier Deutschland? Ach, da. 16,6%
der Deutschen sind geboren in einem anderen EU-Land. Also ja, könnte hinkommen, klar. Mhm. Geboren in einem Nicht-EU-Land. Gut, das steht dann, jetzt. Dann auch fast dasselbe, ne, oder? Ah, nee, ich glaube, das ist zusammengenommen. Zusammengenommen, geboren in einem anderen EU-Land oder in einem Nicht-EU-Land. Ach so, okay. Kann das sein? Weil ja. Das ist ja... Also ja, würde ich okay, jetzt so schätzen. Da gibt es Sinn. Krass, und Luxemburg schon fast 50%. Das ist krass, also puh. Ja. Kannst du, ja, genau, danke. Ja. Heftig, heftig. Ja, so, jetzt dann spielen wir jetzt unsere erste Runde mal, ja? Genau, wir sind, ja, machen wir weiter. Vielleicht kann ich das hier mal anschneiden. Wir sind jetzt übrigens schon 5 Minuten vor der Stunde. Vielleicht wäre es auch ein guter Punkt zu sagen, wir machen das in der zweiten Folge weiter. Weil eben das jetzt hier alles noch ausdiskutiert haben. Ich persönlich fände es klug, ja. Ja, genau. Also das war jetzt schon fast ein Let's Play. Und nächste Folge dann kommt das richtige Let's Play. Ja, aber wir mussten das behandeln. Ich meine, es war ja auch interessant. Ich finde das interessant, das Spiel. Genau, ich hätte jetzt gar nicht so erwartet, dass das auch so Hardliner-Positionen wirklich relativ ernsthaft vorkommen. Ja. Ja, da eben, das muss man dem Spiel ja dann doch anrechnen, dass es hier jetzt nicht nur so ein wir lernen linke Positionsspiel ist, sondern wir lernen vielleicht auch rechte Positionen, wie man da argumentieren kann mit diesen Rollenkarten. Also, Chapeau. Und ich muss sagen, Hardliner ist jetzt auch wieder eigentlich Blödsinn, ne? Als Begriff. Es ist einfach, weil er Englisch ist? auch, aber das heißt ja schon, dass man so eine abstruse Position irgendwie vertritt, ne? Die ganz weit außen liegt, aber ist es ja eigentlich nicht, ne? Ja. So ja. Eine, ich denke an meine Leute-Position. Ja, letztlich ja, genau. Gut, liebe Leute, also ich hoffe, euch hat die Einführung erstmal dieses tolle Spiel. Sagst du mal, wie heißt das genau? Destination Europa ist das Spiel. Mhm. Gefallen und dann sehen wir uns zur nächsten Folge, wo es darum geht, was eigentlich genau passiert in dem Spiel. Genau. Und ja, Tom, hast du schön vorbereitet. Danke sehr. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, ne? Warte, Moment. Und das YouTube-Gebet. YouTube-Gebet. Ja. Steht das auf der Karte? Die Karte sagt YouTube-Gebet. Okay. Also der Femi träumt vom YouTube-Gebet, habe ich gehört. Amen. Amen. Dies eine Mal will ich Femi entgegenkommen. Ja, genau. Ja, also dann sagen wir Tschüss. Ich mache die Tür dazu, wie immer. Haut rein.